Ja, neuer Tag, neues Glück. Heute ist Sonntag. Keine Ahnung, ich glaube der 10. September 2022. Und nach zwei fetten Regentagen, einer fetten Regennacht, ist gerade über dem hohen Westerwald der Himmel wieder aufgerissen. Und das bedeutet Startschuss zur nächsten ausgedehnteren Aktion. Heute eine Radtour, relativ weit. Auf der Suche nach einer Streuobstwiese. Und warum ich gerade jetzt Bock habe auf eine Streuobstwiese, das hängt damit zusammen, dass wir auf der Nordseeinsel Åland, auf der Hauptinsel, riesige Apfelplantagen gesehen haben und haben dann auch festgestellt, dass die Åländer Spezialisten sind im Apfelwein herstellen. Und da fiel uns ein, dass wir auch noch einen Entsafter haben und dass wir früher öfter Fallobst gesammelt haben unter Streuobst, auf Streuobstwiesen. Und da habe ich jetzt echt Bock zu. Im Westerwald gibt es das relativ wenig. Ich habe jetzt auch keinen Plan, wo ich sowas finden könnte. Jedenfalls hier ganz oben auf 600 Meter vermutlich nicht. Ich muss also ein bisschen in tiefere Regionen und fahre jetzt über den Knoten auf dem Ulmtal-Radweg eine Etage tiefer in der Hoffnung, dass ich da irgendwo Apfelbäume finde. Bin gespannt. Ja, bedingt durch den sehr trockenen, ungewöhnlich trockenen Sommer werfen jetzt schon Anfang September viele Bäume ihre Blätter ab, werden statt bunt gleich braun. Und es hat aber nichtsdestotrotz schon so einen herbstlichen Charakter. Aber Herbst im hohen Westerwald gefällt mir so oder so. Ob bunt oder beige oder braun. Ja. Wieder nach meinem Prinzip unterwegs, Sekundenglück. Und das heißt aber nicht nur die Sekunde, nein, jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr möchte ich und will ich und habe ich bereits stets genutzt, um mein Leben positiv, angenehm, schön, aufregend und bunt zu gestalten. Und wenn das heute auf der Suche nach der Streuobstwiese ist. Komm. Ja, ich muss gestehen, ich traure etwas meinem früheren Zukundegespann nach. Das waren Fly in bescheidenem Maße, aber zusammen mit Luzi und Spaghetti war das ein cooles Dreierteam, was ich wunderbar gebrauchen konnte zum Zukundesport vor dem Mountainbike, vor dem Minischlitten, also Dog-Scooting vom Feinsten. Jetzt ist Luzi tot. Spaghetti lebt bei meiner Frau Astrid. Ich habe sie eher weniger oft vorm Gespann. Ja, und der Ersatz für die tote Luzi, das ist Ava. Ava ist noch relativ jung, ist aber eine Hundesorte, die nicht unbedingt so ausdauernd ist wie den Mix, den ich selber noch 2014 gezüchtet hatte, nämlich einen Mix aus Australian Shepherd und Harzer Fuchs. Und das waren Luzi und Spaghetti und natürlich auch sechs andere Hunde, aber Luzi und Spaghetti blieben bei uns und waren die Knaller überhaupt in Sachen Ausdauer. Ja, heute an diesem Sonntag bin ich wieder auch allein, ziemlich allein. Gerade kam mir zwei Radfahrer bisher entgegen. Bin ich auf dem Ulmtal-Radweg. Der geht bis hinunter ins Lahntal
ist jetzt für beide Hunde etwas zu lang. Hin und zurück wären das 60 Kilometer, das lasse ich sein. Fly ist für lange Strecken schon zu alt mit ihren 10 Jahren und Ava ist mit ihren 9 Monaten für lange Strecken noch zu jung. Also ein Go-Slow-Modus. Ich will nicht bis runter, ich will nur gucken, ob ich Streuobstwiesen finde. Aber es ist herrlich, der Himmel ist aufgerissen, es ist noch mild. Es ist wunderschön und macht total Spaß. Und was ich noch sagen wollte, natürlich habe ich immer den Dock-Trailer hinten, jetzt schon längere Zeit am Rad. Denn mein Umgang mit unseren Hunden ist hundegerecht, ist artgerecht. Und sie dürfen so viel laufen, wie sie wollen. Und wenn sie müde werden und nicht mehr wollen, dann dürfen sie selbstverständlich in den Dock-Trailer. Und deshalb und nur deshalb habe ich schon längere Zeit ein stark genuges E-Bike, sodass ich Dock-Trailer anhängen kann und auch mit 2 Hunden bergauf radeln kann. Oh, interessant. Dieses Hinweisschild hier auf E-Bike-Stationen zum Akkuladen sehe ich jetzt aktuell das erste Mal. Ganz gut gemacht. Ja, diesen Ulmtal-Radweg von den Höhen des Westerwaldes, hier 600 Meter bis runter ins Lahntal, den fahre ich ziemlich gerne, weil er ist, obwohl es ziemlich runter geht, trotzdem einfach zu fahren. Phasenweise oder über eine große Strecke befindet sich der Radweg auf einem ehemaligen Bahngleis und von daher ist die Steigung immer gleichmäßig und moderat. Und okay, hier oben natürlich nicht, hier im Hohen Westerwald, hier fahre ich über befestigte Waldwege, aber im Großen und Ganzen ist dieser Ulmtal-Radweg behindertenfreundlich. Und da muss ich ja in meinem Alter schon so ein bisschen drauf aufpassen. Ja, früher noch gar nicht so furchtbar lange her, aber schon ein paar Jahre, da war Regen im Hohen Westerwald und da waren Pfützen auf den Waldwegen irgendwo und irgendwie ein Ärgernis. Und da war man froh über jeden Sonnentag. Ja, und heute hat sich das Blatt gewendet. Heute ist man froh über jeden Regentag und jede Pfütze im Wald, damit Pflanzen, Tiere, Menschen genug Wasser zum Leben haben. Ja, gerade eben haben mir meine Hunde signalisiert, und das geht über Augensprache, dass sie jetzt genug haben vom Laufen und dass sie jetzt mal ein Päuschen haben wollen. Und dann sage ich nur Hep und dann springen sie beide im Tandem in den Hänger und ruhen sich aus, bis sie wieder fiepsen. Und dann weiß ich, okay, jetzt können sie wieder ein bisschen mitlaufen. Ja, auf der Suche nach Streuobstwiesen, die ich verdammt normal bis jetzt hier noch nicht zu Gesicht bekommen habe, fällt mir ein schulisches Projekt ein, was ich einst mit einem Kollegen zusammen gemacht habe, der vor ganz, ganz vielen Jahren, vor 30 Jahren mein Schüler war, dann Forstwirtschaft studierte und heute in Frankfurt an der Uni als Ökologe arbeitet. Mit diesem Norbert Peter heißt er, habe ich mal an der Kopernikusschule in Freigericht mit einer 8. oder 9. Klasse ein Streuobstprojekt gemacht. Das sah so aus. Tja, die Streuobstwiesen wurden nicht mehr bewirtschaftet. Wir konnten dort also ohne Probleme schöne Äpfel sammeln. Und diese schönen Äpfel haben wir in einer Trockenmaschine zu
getrockneten Apfelschnipseln verarbeitet. War eine mühsame Kiste, aber hat funktioniert. Und diese getrockneten Apfelschnipsel wurden dann später in kleine Tütchen verpackt und auf dem Weihnachtsmarkt der Kopernikusschule Freigericht günstig verkauft. Und das waren so Projekte nach meinem Geschmack. Praktisch, quadratisch, gut und vor allen Dingen auch immer handlungsorientiert. Ich hatte immer selten Bock auf Unterricht, nur theoretischer Art, sondern da musste Handeln bei rauskommen, da musste was Arbeitstechnisches bei rauskommen und da musste ein handfestes Ergebnis bei rauskommen. Und das handfeste Ergebnis musste auch zum Anfassen sein und nicht nur als Müll in der Birne. Also wenn ich mich nicht täusche, näher ich mich jetzt einer solchen Streuobstwiese. Hier war ich irgendwann schon mal mit Samira. Da haben wir hier Picknick gemacht im Frühjahr und ich habe Apfelblüten fotografiert. Da müssten doch jetzt ein paar Streuobstäppel, ich meine runtergefallene Fallobstäppel, zu finden sein. Bin ich mal gespannt. Ja, hier habe ich genau das gefunden, was ich gesucht habe, nämlich eine Streuobstwiese. Wunderbar. Ein Nachteil, ich kann hier jetzt nicht einfach Äppel klauen, denn diese Streuobstwiese sieht in der Tat noch bewirtschaftet aus, gepflegt aus, beschnitten aus. Die Bäume sind beschnitten, gepflegt, das Gras ist unten drunter gemäht. Also ich gucke jetzt hier nach ein bisschen Fallobst, was eh keiner mehr braucht. Super, hier finde ich, was ich suche. Klasse, also ich komme zu ein paar Äpfeln, mit denen ich nachher Apfelsaft schreddern werde oder so. Nicht so geil aus, macht aber nichts. Zum Apfelsaft müssen die auch nicht geil aussehen. Ja, das gefällt mir natürlich, dass ich hier ein bisschen Streuobst gefunden habe und sogar ein paar wunderbare reife Pflaumen. Pflaumen habe ich schon ewige Zeit nicht mehr geklaut. Ich glaube, das letzte Mal war das als Kind oder so. Klasse. Bin ich ja auf eine
echt geile Streuobstplantage, nicht Plantage, Promenade würde ich sagen, Streuobstpromenade gestoßen. Gefällt mir total gut, hier kann ich im Herbst sicher mal öfters noch vorbeischauen, denn das sieht nicht danach aus, als würde hier geerntet. Fantastisch, herrlich, das begeistert mich total hier. Sind zwar alles Mini-Äppel, aber diese Äppel sind auch gut für Apfelsaft. Wird sich zeigen, konnte ein bisschen sauer schmeckender Apfelsaft, aber egal. Fantastisch, herrlich, super gut. Ja, zur Feier des Tages, dieses Sonntags des 10. September. Ja, einige werden sich wohl wundern, wie zerlumpt dieser Dock-Trailer hier aussieht. Ich habe da erst vor kurzem einen neuen gekauft. Ja, habe ich. Dieser Dock-Trailer ist schon sehr alt, hat schon eine lange Geschichte, hat schon viel erlebt. Und natürlich, Eva, hepp, hier rein, hepp. Ach so, du bist ja festgebunden. Ja, bleib. Okay, ich mach die los. Ja, dieser alte Dock-Trailer, den mir mal vor einigen Jahren eine ehemalige Schülerin geschenkt hat, die ihn nicht mehr brauchte. Ja, ist echt schon viele Jahre her. Dieser Dock-Trailer ist gerade deshalb aktuell so praktisch, weil er so zerfetzt ist, weil der Stoff in Fetzen gerissen ist, aber das Fahrgestell noch funktioniert, sodass meine Hunde während der Fahrt in den Trailer reinspringen können und auch wieder rausspringen können, wenn sie von mir den Befehl bekommen. Und das macht das Ding jetzt hier noch sehr nützlich, sehr praktisch, auch wenn es aussieht wie aus der, von der Mülldeponie. Ja, da meine Hunde und ich heute noch nicht gefrühstückt haben, machen wir jetzt erst hier mal einen Frühstücksstopp. Kommt her, ihr Hunde. Komm her, warte, warte. Komm hier. Eva, komm her. Fly, komm hierher. Und hepp. Hepp. Fly, hepp. Jo. Hepp. Und sitz. Für die Hunde habe ich Hundefutter und für mich habe ich geklautes Futter. Rutsch mal rüber, Blei. Rutsch mal. Also, ich esse Pflaumen. Geklaute Pflaumen sind eine Spezialität. Oh, oh, das Futter stinkt aber. Ja, ja. Das stinkt ziemlich. Da könnt ihr suchen. Los! Dann sucht. Ja, Pflaumen. Pflaumen ziehe ich mir jetzt rein. Und zwar sind die echt gut, die ich hier heute gefunden habe. Sind reif, die meisten ohne Würmer. Und schon lange nicht mehr mir reingezogen. Echt cool. Pflaumen. Müssen wir probieren? Fresse. Schmeckt gut.
Eva hier. Ja, was hast du jetzt gemacht? Hast du geschluckt? Du auch, komm her. Komm. Also ein Hund, der Pflaumen frisst, ist nichts Besonderes. Spaghetti frisst immer Kirschen und kackt dann die Steine wieder aus. Alles kein Problem. Aber hier mit den Pflaumen, da gucke ich immer, dass die Steine raus. Fly. Eva, ja, wie seid ihr denn blind heute? Neue Kühe. Auch wenn ich mal fast keine Kraft hab und droh zu ertrinken, dann hält es meinen Kopf über Wasser. Und wenn das Leben auf mich schießt, wird sogar der dünnste Fetzen ein kugelsicherer Panzer. Jeder Strohhalm, den ich greife, sogar der kleinste, hält mich auf den Beinen. Und tut es weh, dann heißt es Zähne zusammenbeißen, bis das Gröbste vorbei ist. Also leg ich meinen Kopf in den Schoß des Schicksals und setze alles, was ich hab, auf unendlich meine Glückszahl und hole mir vom Tod mein Gewinn ab. Denn solange es noch schlägt und ich noch aufrecht steh,
segel ich auch gegen den Wind auf viel zu rauer See, weil mein Herz mir erzählt, dass immer noch was geht. Und auch wenn es dann weh tut, es ist okay, dann ist es okay, es ist okay, weil immer noch was geht, immer noch mehr geht, wenn ich höre, wie es schlägt, wenn ich höre, wie es schlägt. Auch im tiefsten Dunkeln wird ein Funken zum Feuer. Aus sinnlosem Hass macht es Freundschaft, aus Dummheit Verständnis, Momente unendlich. Aus wertlos wird kostbar und teuer, aus Luftschlössern werden echte Häuser, aus Pessimisten wieder kindliche Träumer. Es ist viel zu groß, um dir nicht zu verzeihen, denn Wunden halt die Zeit, auch wenn man dich furchtbar enttäuscht hat. Es trocknet die Tränen im Wind, auch wenn mal ein Leben endet, wo ein Leben beginnt, weil das Schicksal die Regeln bestimmt, geb ich mich hin. Denn solange es nur schlägt und ich noch aufrecht steh, segel ich auch gegen den Wind auf viel zu rauer See, weil mein Herz mir erzählt, dass immer noch was geht. Und auch wenn es dann weh tut, es ist okay, dann ist es okay, es ist okay, weil immer noch was geht, immer noch mehr geht, wenn ich höre, wie es schlägt, wenn ich höre, wie es schlägt. Denn solange es noch schlägt, und ich noch aufrecht steh, segel ich auch gegen den Wind auf viel zu rauer See, weil mein Herz mir erzählt, dass immer noch was geht. Und auch wenn es dann weh tut, es ist okay, dann ist es okay, es ist okay, weil immer noch was geht, immer noch mehr geht, wenn ich höre, wie es schlägt, aber es ist erzählt, aber es ist erzählt. Mit jedem seiner Schläge bringt es mich, wohin ich gehe. Es lässt mich verstehen, warum ich atme und lebe. Das ist eher etwas ja, steif, nee, also ist schon saftig, aber trüb, sehr trüb. Kommt aber gut. Ah, sau gut. Mega saugut. Aber schon arbeitsintensiv. Apple finden, Apple klauen, Apple schälen, Apple zerstückeln, Apple reindrücken und die Apple-Saftmaschine anschließend wieder sauber machen. Und da könnte man ja eher auf die Idee kommen, ich hole mir eine Flasche Apple-Saft im Penny. Aber vielleicht gibt es den Penny bald gar nicht mehr. Back to the roots. Als Jäger und Sammler.